قطره ایمان میرسد ای مسلمانان، مسلمانی کنید مذبانان حریم روشنی، حرمت دین را نگهبانی. Wir machen inshallah weiter mit unserem Thema die Welt der Engel, Alam und Malaika. Wir haben oft gesagt, dass dieses Thema hat mit Al-Ghaib zu tun, verborgen zu tun. Und wir haben auch oft gesagt, dass Al-Ghaib min al-Iman. Alif Lam Mim Zalika al-Kitabu la Rayba Fihi. Und dann Alladhina yu'minuna bil-Ghaib. Erste Stelle, das oder erste Eigenschaft von diesen Gläubigen, dass die an Al-Ghaib glauben. Heute, inshallah, reden wir über As-Sifatul Khuluqiyya lil Malaika. Die Eigenschaften von, was heißt Al-Khuluqiyya? Nicht Al-Khalqiyya, sondern welche Benehmen, der Charakter, sagen wir so. Warum? Weil es gibt Al-Khalqiyya, also Gestalt und körperlich, und es gibt Al-Khuluqiyya. Subhanallah, auch Engel haben sie auch diese Eigenschaften. Und wir haben gesagt, man kann so viele Eigenschaften auch von Al-Malaika lernen. Ja? Deshalb Allah Azza wa Jalla hat auch uns die Gesandten und die Propheten auch geschickt als Menschen. Warum? Weil wenn du sagst, ich kann also von Jibril alayhi salam als Vorbild nehmen, als Mann, kann man nicht. Warum? Weil an al malaikata la yatazawwajun. Habt ihr schon? Deshalb Allah Azza wa Jal hat uns Propheten, Gesandten geschickt. Und auch, du sagst auch, was kann ich von Jibril alayhi salam zum Beispiel als Eigenschaft auch von ihm lernen? Zum Beispiel Qiyamul Layl. Qiyamul Layl, al malaika la yamallun. Sie haben keine Langeweile. Fakat hum fi tasbihin wa tahmidin wa tahlil. Deshalb heute, inshallah, wie gesagt, reden wir über dieses Thema. Und erste Eigenschaft, akhlaquhum karimatun hasanatun tayyibah. Sie haben gute Benehmen. Es reicht, dass die Malaika sind. خلقهم الله عز وجل من نور. قال الله عز وجل بأيدي سفرة كراما بررة. Das heißt, haben gute Benehmen, gute Charakter. حتى أنهم يستحيون. Da haben auch diese Scham. لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم عن عثمان رضي الله عنه ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ Das heißt, ein Istihya أو الحياء ist auch eine Eigenschaft der Engel. قال الله عز وجل بأيدي سفرة كرام بررة. سورة عبسة 15 bis 16. Warum كراما أو كرام بررة؟ لأن الله عز وجل أهدتي also mit guten Benehmen erschaffen, mit guten Charakter auch erschaffen. Und schau mal, wenn jemand Al-Quran auswendig gelernt hat, seine Belohnung oder deine Belohnung, du wirst mit diese Al-Kiram Al-Barara sein, mit dem Engel zu sein. Wenn du Koran auswendig lernst, dein Platz ist mit diesen Engeln. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري وكذلك مسلم حديث صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له. مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له. Jemand, der Koran liest und
andere Eigenschaft und im Kopf hat, das heißt auswendig gelernt hat. Der Scharaf, das ist eine Ehre. Und wir haben auch oft gesagt, die Belohnungen, was man kriegt, wenn jemand in Yom Qiyamah ist und da hat Koran im Kopf. قال الرسول صلى الله عليه وسلم أذات ردوست ein Thron heißt das Thron auf ein Krone auf die Köpfe von deinen Eltern drauf sitzen. Und es gibt heutzutage die Eltern, die dich verbieten, dass du nicht zum Beispiel in eine Koranschule oder dass du auch in eine Moschee gehst, damit du nicht Koran auswendig lernst. Kann sein, dass sie diese Belohnung oder diese Gabe nicht wissen, subhanallah. Ich kenne einen Bruder, der hat ganz Koran auswendig gelernt und die Eltern, die wissen das nicht. Warum? Weil die haben ihm verboten, dass er in Koranschule geht. Und der war immer zwischen Maghrib und Isha. Und zwischen Maghrib und Isha hat bei ihm 2 Jahre gedauert und der hat den ganzen Koran auswendig gelernt. Obwohl seine Eltern das nicht wissen. Subhanallah. An hadihi ni'matun min Allah Azza wa Jal. Das ist eine Gabe von Allah Azza wa Jal. Okay, مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ حَافِظٌ لَهُ مَعَ السَّفَرَ الْكِرَامِ. السفر الكرام زند متن انجل. ومثل الذي يقرأ القرآن وهو يتعاهده عند رواية وهو يتتعتع فيه. Und jemand, der Koran liest, يتتعتع فيه, das heißt, er findet Schwierigkeiten beim Lesen. له أجران, أجر القراءة وأجر التتعتع. Das heißt, du kriegst 2 Belohnungen. Erste Belohnung, dass du Koran liest. Und wir wissen auch, jeder Buchstabe ist mit 30 Belohnungen. ويتتعتعفيه, dass du, was hat schon? Stottert. Schon? Stottert, ja. Diese komische Sprache, stottert. Okay? Das heißt, wer ist jetzt besser? Warum? Weil manche Brüder oder manche Schwestern, die haben auch diese Hadith falsch verstanden. Die sagen, ja, schau mal, die zweite, die kriegt 2 Belohnungen. Aber die vergessen, dass der erste, der Koran im Kopf hat, der ist mit As-Safar al-Barara, mit Engeln. Der sagt, ja, okay, ich bleibe einfach so, damit ich 2 Belohnungen kriege. Wenn ich lese und ich Chota heißt das? Stotter, dann werde ich 2 Belohnungen kriegen. Es ist nicht gleich. Der erste ist besser. Der richtig und fließend Koran liest, ist besser als der zweite. Okay? Das war nur erste Eigenschaft. Zweite Eigenschaft: لا يعصون الله في شيء ولا يذنبون. Die Engel sind nicht wie die Menschen. Sind auch nicht wie die Djinn. Die Engel, bei denen, ويفعلون ما يؤمرون. Die machen nur, was Allah Azza wa Jal die befohlen hat. Obwohl Allah Azza wa Jal hat uns auch befohlen, dass wir auch nicht sündigen, aber trotzdem. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. Aber die Engel, Sami'na wa ata'na. Obwohl wir auf Ummat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dass wir auch Ummat Sami'na wa ata'na, aber trotzdem. Wa khuliqa al-insanu da'ifa. Lakin al-malaikata, die haben diese Sachen nicht, die sind fehlerfrei, die sind ma'sumin. Fehlerfrei. Qala Allah azza wa jal: La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Das heißt, wenn Allah Azza wa Jal einen Auftrag weitergibt, keiner sagt nein. Sami'na wa ata'na.
Hatta anna Jibril alayhi salam, wenn er jeden Tag diese Aufträge von Allah Azzawajal bekommt, im Fajr-Zeit, gibt er auch weiter. Fatasma'un, auch die Engel, die sagen, ma qala Rabbuna, und jeder sagt, qala al-haqqu, qala al-haqqu, qala al-haqqu. Jede Engel. ويفعلون ما يؤمرون سورة التحريم نمبر 6 وقال كذلك عز وجل لا يسبقونه بالقول لا يسبقونه بالقول Das heißt, keiner darf reden oder andersrum bei uns als Menschen. ماذا قال الله عز وجل قال الله عز وجل في سورة الحجرات لما ليس لما تقول ما ليس لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم لا تقدموا بين يدي الله ورسوله Das heißt, wenn du ein Ayah hörst, Allah Azza wa Jalla sagt etwas, du darfst nicht sagen, aber ich meine. Oder mein Sheikh hat so und so gesagt. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله كذلك. Wenn du auch ein Hadith von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hörst und steht dort Befehle in diesem Fall, du darfst auch nicht sagen, aber es gibt Meinung, Verschiedenheit, obwohl eine klare Sache ist. Al-Malaika, die machen das nicht. Die sagen nicht, gibt es Meinung und Verschiedenheit, obwohl eine Sache, die mit Aqidah zu tun hat. An al-Aqidah, in Aqidah gibt es keine Meinung und Verschiedenheit. Al-Aqidah, bayda'un, wa hiya tariqun wahida. An hada tariqi, wa an hada siratun mustaqiman, fattabi'uhu, wa la tattabi'u al-subula, fa tafarraqa bikum an sabili. Und das ist eine Sache, die bei Engel ist. يفعلون فقط ما يؤمرون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون alles was Allah عز وجل befehlt die machen keine Diskussion die sagen nicht aber heutzutage muss man anpassen nein الملائكة خلق مؤذب مع الله عز وجل خلق مؤذب مع الله عز وجل سورة الأنبياء 27 نمبر 3 oder dritte Eigenschaft ist متواضعون لا يتكبرون Da haben diese Bescheidenheit Bescheidenheit die sind bescheiden ja die sind bescheiden لا كالإنسان لا كالإنسان والله عز وجل يقول إن الله لا يحب كل مختال فخور إن الله لا يحب كل مختال فخور الله عز وجل liebt keiner der hochmütig ist والرسول صلى الله عليه وسلم قال كذلك لا يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة من كبر ein Stäubchen, jemand, der ein kleines Stäubchen in seinem Herz hat, der mit Hochmut zu tun hat, la yadkhulu jannah. Wa kana ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam da'iman yad'u bi hadha ad-du'a wa yaqul: Allahumma ihshurni ma'a al-masakin. Was heißt das? Allahumma ihshurni. Und gar Allah nicht mit armen Leute. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا كان جالسا مع أصحابه وأتى غريبا لا يعرفه أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم manchmal kommt ein Araber von weit und der kommt rein und der weiß nicht wo Muhammad صلى الله عليه وسلم ist warum weil zwischen den Sahaba sitzt kein Korn keine Luxus Klamotten gar nichts einfacher Mensch. Und wenn er etwas also gewollt hätte, er kann auch kriegen.
لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان متواضعا أشد التواضع، حتى أن عمر رضي الله عنه دخل عليه مرة، دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الرسول صلى الله عليه وسلم متكئا على حصير. Der war beim Liegen auf einer nicht besonders al hasir. Die mit Palmenfasermatte. Drei Stück schon mal. Al hasir auf Deutsch Palmen, Vasa und Hasir. Drei Sachen. Subhan. Ne? Palmen. Nochmal, Achi. Palmenfasermatte. Okay. Hauptsache, als Rasulullah bei dieser Palmenfasermatte war, hat die Spuren, Afar, diese Spuren von dieser Palmenfasermatte gehabt oder gekriegt. Okay? فقال له عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، warum bist du so? Schau mal, was die Rom, Kisra und Herkules heißt er, hatten oder haben. Herkules. Deutsche Sprache, was war das? Komische Sprache oder schwache Sprache. Okay? Das heißt, Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, damit gemeint, er wollte nur sagen: Schau mal, die Königin von dieser großen, also reiche Leute, was die haben, aber hast du nichts. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, die haben das hier in Dunya, aber wir in Paradies. Denn der Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma kana, hat noch nie, also an Dunya gedacht. Sogar auch, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zuyina li min dunyakum. ما قال زين لي من هذه الدنيا زند زين لي من دنياكم. Ich habe drei Sachen von eure Dunya geliebt. ما قال ich habe drei Sachen von dieser Dunya geliebt. Oder? العطر والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Damit gemeint nur الملائكة متواضعون ها لا يتكبرون. قال الله عز وجل في سورة النحل 5:49: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض. Das ist auch ein Beweis, dass jede Lebewesen, die im Dunya ist, ob das im Himmel ist oder auf der Erde ist, die machen Tasbih, die beten. أو كما قال الله عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحه. Jede Lebewesen, alle Gegenstände sogar auch, die machen oder die beten Allah عز وجل an, außer Al-Kuffar. Dieses Mikrofon sagt La ilaha illallah, Allahu Akbar. Obwohl wir das nicht hören. Warum? Man kann das nicht ertragen. لهذا قال الله عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون. Wir wissen nicht, wie die beten. Wenn wir das wissen, werden wir das nicht ertragen. هكذا قال الله عز وجل كذلك: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة. الدابة is الإنسان والحيوان والجن والملائكة والجماد والشجر والحجر، alles was man denkt. يسجد ويصلي لله عز وجل. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لما سأله عمر رضي الله عنه ذي حديث von الجمل الكامل، قال له: يا رسول الله، أيعرف هذا الجمل أنك رسول الله؟ Weiß dieser Kamel, dass du Prophet bist oder Gesandter bist? Qala na'am. Der weiß genau, dass ich ein Prophet bin. Und jeder, der von mir gehört hat und nicht an mich geglaubt hat, فَإِنَّ مَكَانَهُ فِي جَهَنَّمَ. Jemand, der nicht
an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam glaubt als Prophet, خالدين فيها. لأن هذا كذلك من الإيمان أن نؤمن بالرسل. Dass wir an alle Propheten glauben. Und das ist auch eine Eigenschaft von Muslimen, dass wir an Adam عليه السلام bis Muhammad صلى الله عليه وسلم glauben. Das heißt, wenn einer zu euch kommt und sagt, zum Beispiel nur letztes Mal kam ein Bruder und sagt, ja, kam zu mir eine Christ und sagte mir, dass Isa dich liebt. Wir lieben Isa عليه السلام mehr als die. نحن نحب عيسى عليه السلام أكثر منهم لأنهم ألهوه aber die Muslime, die wissen genau, dass Isa عليه السلام ein Prophet und ein Gesandter ist عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. Al-Malaika, la yastakbirun, die haben nicht diese Hochmut, die haben kein Kibr. Ja? Die sind bescheiden. Das ist auch eine Eigenschaft von denen. An-Nahl 49. Nummer 4. Khaifun au yakhafun Allah Azza wa Jal. Dass die Angst vor Allah Azza wa Jal haben. قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن إسرافيل عليه السلام. إسرافيل حامل القرن. إسرافيل ده فات ديزا بوس نايستس ديزا هون تمت أن ينفخ في الصور النفخ بوس ها ولا يا أوكي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف النعام وحامل القرن. Ja, der guckt nur Allah Azza wa Jal. Der guckt nur Arshur Rahmani und hat Angst, dass Allah Azza wa Jal ihn befehlt und nicht seine Aufgabe macht. Wie kann ich diese Dunya genießen? Und Hamil al-Qarn ist musta'id, ist bereit. Hamil al-Qarn ist Israfil alayhi salam. Israfil alayhi salam, der ist seit Allah Azza wa Jal ihn erschaffen hat, der ist bereit. Und hat Israfil a.s. hat Angst, dass Allah azza wa jal ihn befehlt, damit Qiyamah al-Dunya macht. Und trotzdem Shakhisatun absaruhu. Der macht nur so. Hat Angst, dass nur so macht und Allah azza wa jal ihn befehlt und macht eine Aufgabe. فكيف بالإنسان. Subhanallah. Israfil a.s. من أعظم الملائكة من großen Engel إسرافيل عليه السلام وميكائيل عليه السلام وجبريل عليه السلام وملك الموت عليهم السلام خائفون من الله عز وجل. يقول الله عز وجل يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. زوج أوخ اسكبت عن حديث قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أما wenn جبريل عليه السلام von Allah عز وجل وحي bekommen hat, كان يبكي من شدة كلام القرآن أو من شدة كلام الله عز وجل. Warum? Weil da war ein Vermittler zwischen Allah عز وجل und Muhammad صلى الله عليه وسلم. كان الله يقول لجبريل عليه السلام وجبريل عليه السلام der sagt weiter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ha لان القران شيء عظيم الم يقل الله عز وجل في سوره المزمل ان سنلقي عليك قولا ثقيلا ثقيلا حتى ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصحابي ابو ذر الغفاري رضي الله عنه manchmal wir wissen
wann Muhammad sallallahu Wahi bekommt. Oder? Die wissen genau manchmal, warum. Weil manchmal Rasulullah der war oder die ist bei seinen, der reitet auf seinen Kamel und auf einmal Kamel kommt runter. Habt ihr verstanden? Ja? Das heißt, der reitet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auf seinen Kamele Al-Qaswa und auf einmal Al-Qaswa kommt runter. Und Allah Jibril alaihi salam qara'a alaihi al-Qur'an. Hada huwa al-Qur'an al-mu'jizatu al-baqiyah. Wa hiya alle Wunder, was die Propheten gehabt haben, schon vorbei. Zum Beispiel ist, wenn wir einen Stock oder den Stock von Musa a.s. finden, was kann man damit machen? Nimmst du diesen Stock und gehst du in mein, kommt, spaltet ins Wort, Wallahi nicht. Intahat asa Musa bi intihai au bi mauti Isa a.s. Lakinna al-mu'jiza al-baqiya al-Qur'an. فقرأوا القرآن لأنه يأتي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي القرآن والصيام يوم القيامة شفيعان لصاحبهما القرآن والصيام sogar auch der kommt in dein Grab. Wenn du in dein Grab bist, kommt dein Fasten, dein Lesen von Koran und viele Sachen, die im Dunya gemacht hast. وابن القيم رحمه الله يقول ليس هجر القرآن بعدم قراءته. Denk nicht, dass wenn du nicht Koran liest, dass du Koran im Stich gelassen hast. Sondern es gibt vier Arten oder fünf Arten, wann kannst du wissen, dass du Koran im Stich gelassen hast. Erste, wenn du Koran nicht liest. Du hast Koran im Stich gelassen. Hajarat al-Quran. Wenn du Koran nicht hörst, Hajarat al-Quran, auch hast du auch Koran im Stich gelassen. Wenn du auch nicht machst, was im Koran steht, auch Hajarat al-Quran. Und wenn du auch, kama qala Ibn Qayyim, wenn du zum Beispiel krank bist und du willst Ruqya machen, man darf, wenn du das nicht willst, das ist deine Sache, auch Hajarat al-Quran. لأن القرآن شفاء قراءة القرآن على المرضى كذلك ist ein Heilung. Okay. قال الله عز وجل في سورة النحل 55 يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال عز وجل كذلك ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته الرعد. Diese Donner heißt das. Mhm. Nicht Donner, sondern Donner. Donner, ja. Ar-Ra'du yusabbihu bihamdihi. Subhanallah. Leysa Ali radiyallahu anhu, kama yaqulu an-Nusayriyin. Au an-Nusayriya. Anna ar-Ra'da sawtu Aliyin radiyallahu anhu. An-Nusayriya, die sagen, dass also Nusayriya im Klama Alawiten. Wir haben gesagt, dass man darf die nicht als Alawiyun oder Alawiten nennen. Die haben nicht mit Ali zu tun. Wer hat die diesen Namen gegeben? Die Franzosen. Damit wir denken, dass sie auch Muslime sind. Ja? Warum? Weil die Franzosen, die waren in Syrien. Und Muhammad ibn al-Nusayri, er hat diese Gruppe gegründet. Und dann, als da diese Kolonie in Syrien war, die Franzosen waren dort. Und da haben diesen Namen zu diesen Kuffar gegeben, damit wir denken, dass die Muslime sind, obwohl die keine Muslime sind. Die sagen, dass Ali, hada sawtu, dieser Donner, ist Stimme von Ali, radiyallahu anhu. Wenn er sauer ist, der macht diese Geräusche. Und wenn er glücklich ist, Blitz. Das heißt, macht er Foto, denken sie. وهذا خطأ
هذا أو هذه ليست بعقيدة أهل السنة والجماعة. دام نزوف الماش نزوف الفالش جلوبل أوكي. سورة الرعد نمط غاية سين. وقال سبحانه وتعالى كذلك يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. الشفاعة إن يوم القيامة جبس فشيدنا أعطنف شفاعة. تأتي شفاعة الأنبياء شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. أول شفاعة هي شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. Und auch kommt شفاعة الصالحين الصالحين gute Leute. وتأتي كذلك شفاعة الأنبياء وتأتي كذلك شفاعة الملائكة حتى تأتي في الأخير شفاعة الله عز وجل. لست شفاعة شفاعة الله عز وجل. وهم gesagt das gibt auch ein Hadith im Bukhari أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تأتي شفاعة الله عز وجل في الأخير ويقول لملائكته للزبانيات ادخلوا und jeder der mit einem Fleck in seinen Stern hat er muss raus. Das heißt er hat in Dunya gebetet. Jemand der nicht in Dunya gebetet hat er wird das auch nicht in Jahannam nicht bekommen. Und das ist auch ein Beweis. Jemand der nicht betet ist kein Muslim. Kafir. Das ist der beste Beweis. Wallahi, beste Beweis. حديث رواه البخاري أن الله عز وجل يقول لملائكته يا ملائكتي ادخلوا كومت ين جهنم غين und jemand da diese Fleck hat er muss raus und jemand da das nicht hat er wird auch nicht rauskommen. Warum? لأن في يوم القيامة die Leute die nicht gebetet haben die werden auch versuchen zu beten. Aber die werden steif als das. Ja? Steif. Die können nicht biegen. Ja? Die können nicht biegen. Ja? Warum? يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون. Du kannst nicht in يوم القيامة beten. Schon vorbei. لأن في يوم القيامة was Belohnungen oder Strafen. Wie kann sein, dass du in Dunya alles gehabt hast und auf einmal betest du nicht? Und Allah Azza wa Jal hat uns die Gelenke, damit wir ihn anbeten, damit wir auch gemütlich auch beten. Subhanallah. Okay? هذه في سورة الأنبياء 28. وقال الله عز وجل كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء والملائكة من العلماء. الملائكة دام أوخ فيسن. سبحان الله. الملائكة دام أوخ فيسن. زين أوخ فيسن ده. سورة فاطر 28. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني في الأوسط قال صلى الله عليه وسلم ما في السماوات السبع بفي الهمل عمل فيها زيب بفي الآدة عمل فيها زيب أبا زيب دي wissenschaftler da haben gesagt nicht dass wir sieben Erde haben sondern sieben Schichten sieben Schichten haben wir كما جاء ذلك في سورة الطلاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في السماوات السبع موضع قدم. Das heißt, und andere Hadith أطت الملائكة أطت السماء وحق لها أن تأط. Das heißt, أطت heißt, wenn du etwas schwer trägst oder zum Beispiel, wenn wir so viel Last drauf machen, auf einmal hörst du kzz, ja? هكذا هذا والأط أطت السماء وحق لها أن تأط ما من موضع في السماء. Das heißt also im Himmel zum Beispiel hier ist ein Engel, hier ist ein Engel, hier ist ein Engel, hier ist ein Engel, hier ist ein Engel voll mit Engel. وما يعلم جنود ربك إلا هو.
وما يعلم جنود ربك إلا هو. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما في السماوات السبع موضع قدم ولا شبر، شبر إسزو، ولا كف، كف إسزو، ها، إلا وفيه ملك ساجد، ملك ساجد يعبد الله عز وجل. ومن أفضل gesagt أن الله عز وجل خلق ملائكة، hat ein Art oder ein Paar von Engel erschaffen، ها، منذ أن خلقهم وهم في السجود والركوع والقيام. Sie sind nur beim Beten. لكن يوم القيامة werden sagen: والله ما عبدناك حق عبادتك. Wir haben dich nicht richtig angebetet. Obwohl sie nur beim Beten war. فماذا على الإنسان؟ Was ist mit Menschen? وفيه ملك ساجد أو ملك راكع فإذا كان يوم القيامة قالوا جميعا. Wir werden alle sagen: ما عبدناك حق عبادتك إلا أننا لا نشرك بك شيئا. Die sagen: wir haben dich nicht richtig angebetet, aber Alhamdulillah, wir haben keinen Schirk gemacht. Das heißt, يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ رَغْمَ أَنَّ الْمَلَائِكَ Die sind viel afraid. هُمْ فِي الْجَنَّةِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ أَعْلَمُ بِهِمْ. Wir haben gesagt: وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Aber trotzdem, diese Benehmen, diese Charakter, غير متكبرين, die sind nicht hochmütig. Nummer 5: معصومون من ارتكاب الذنوب. Die sündigen nicht. Die sind fehlerfrei. لأن الله عز وجل قلنا سخرهم لنا كذلك. ها؟ ماذا قال الله عز وجل؟ وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. الملائكة ist mit uns. Egal wo du bist. Egal wo du bist, Al-Malaika sind dabei. Ha? Egal wo du bist, Al-Malaika sind dabei. Qala Allahu Azza wa Jal: wa inna alaykum lahafidhin kiraman katibin yaf'aluna ma yaf'aluna ya'lamuna ma taf'alun ya'lamuna ma taf'alun. قال الله عز وجل في سورة التحريم نمبر 6: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون. وقال الله عز وجل كذلك في سورة الصافات 164 bis 166: وما منا إلا له مقام، سبحان الله، وما منا إلا له مقام لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. لا يستكبرون عن عبادة الله عز وجل. Das heißt, die bieten Allah عز وجل immer an. Die sind nicht hochmütig. Nicht wie die Menschen. Die Menschen, die wissen genau, dass Allah عز وجل die erschaffen hat. Aber es gibt manche, kann sein, dass er noch nie gebetet. Noch nie als Mensch. Es gibt Leute, die noch nie gebetet haben. Und sind sogar auch stolz. Sag ja, geh beten. Geh du beten. Und wenn du ihm sagst, also warum du betest, warum betest du nicht? Sag ja, entweder keine Zeit oder das ist altmodisch oder Allah alam, was werde sagen. لكن الملائكة يعبدون الله عز وجل حق عبادته. قال الله عز وجل كذلك: لا يمسه إلا المطهرون. لا يعني هذه آية جاءت ليس فقط عن مس القرآن، لا يمسه إلا المطهرون. Ibn Kathir rahimahullah sagt, dass Al-Malaika, die sind, was kann ich sagen, khuliqu min nur, von Licht wurde erschaffen. Al-Malaika kanu yughassiluna kadhalika as-sahabata radiyallahu anhum, mithl Hanzala Ibn Amir
رضي الله عنه رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم في معركة أحد والملائكة تغسله، حتى أن الصحابة قالوا والله لقد رأينا لحيته تقطر ماء. Sein Bart, das heißt auch ein Beweis, dass er ein Bart gehabt hat. حتى رأينا أن لحيته تقطر ماء. Wer hat ihm gewaschen? Engel. Und die Sahaba haben gesagt, wir haben ihm gesehen, dass sein Bart tropft. غسيل أو مغسل الملائكة رضي الله عنه. Nummer 6. حياء الملائكة. الحياء Scham oder Schamhaftigkeit. Schamhaftigkeit. Warum nicht Scham? Scham ist was anderes. Schamhaftigkeit. استحياء الملائكة من عثمان رضي الله عنه. وكذلك الملائكة تستحيي، سبحان الله، تستحيي إذا كنت تريد شيئا من زوجك أو من زوجتك. Die lassen dich in Ruhe. Wenn du etwas mit deiner Frau machen willst, die bleiben draußen. هكذا كان يفعل جبريل عليه السلام. حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة أمنا رضي الله عنها: Wenn ich etwas mit dir machen will, der bleibt draußen, er kommt nicht rein. جبريل عليه السلام. Und auch ein Hadith, aber ich weiß nicht, ob das sahih ist oder ضعيف ist. Hauptsache يستأنف به أن خديجة رضي الله عنها لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم to on the mother kam وهو يقول لها زملوني. In ein paar Tagen كان جبريل عليه السلام der kommt ab und zu mal zu ihm. Er hat ihn zweimal gesehen, aber der weiß genau, dass Jibril a.s. da ist. Und Khadijah radiallahu anha sagt ihm, der zu dir kam, ist ein Malaika, ein Malak Jibril a.s. Und wurde gesagt, dass unsere Mutter Khadijah radiallahu anha, als sie mit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam war, sie hat ein bisschen so, sag mal, von ihrer, ein bisschen, sie hat ihre Fuß gezeigt. Erstens, sie hat ihm gefragt, ja, Rasulullah, ist er immer da? Sagt, ja, die ist da. Er sieht ihn, aber nicht als Jibril-Gestalt. Der weiß genau, dass Jibril a.s. da ist. Entweder als Menschengestalt kann keiner ihn sehen, außer Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und unsere Mutter Khadijah radiallahu anha sagte ihm, ist er da? Sagte, na'am, der ist da. Und auf einmal, sie hat ein bisschen ihre Beine gezeigt und hat ihn wieder gefragt, ob er da? Sagte, nein, der ist weg. كان جبريل عليه السلام و andere Engel كانوا يستحيون كذلك من الصحابة كما استحيا رسول الله صلى الله عليه وسلم من عثمان رضي الله عنه وقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة تستحي منه الملائكة في كان زين dass ich nicht vor einem Mensch der Engels vor ihm schimmt. عثمان ذو النورين رضي الله عنه الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم wenn ich die dritte hätte ich werde dich auch geben. Warum? لأنه تزوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Er hat zwei Töchter von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, also geheiratet. Und wie kann sein, dass jemand so sagt, dass er Kafir ist? Das heißt, jemand, der Uthman radiallahu anhu beleidigt, er beleidigt automatisch Muhammad sallallahu alaihi wa sallam.
وسلم. Nummer 7, عدالة الملائكة. Das heißt, Al-Malaika sind vertrauenswürdig. Da haben auch diese Gerechtigkeit, عدالة الملائكة. قال الله عز وجل. Und das ist eine Sache, die auch für uns ein Scharaf ist, ein Ehre ist. قال الله عز وجل. في سورة آل عمران Nummer 18, شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فمن شهد الله أنه من شهد الله عز وجل الله عز وجل بيتزوجت لا إله إلا هو فانوخ und Engel فانوخ und Mensch aber nicht jeder Mensch أولو العلم jemand der Wissen hat. هذا شرف, das ist ein Ehre. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Das ist ein Scharaf. عبادات الملائكة. عبادات الملائكة. الصلاة يصلون يسجدون ويركعون كما قلنا أطت السماء وحق لها أن تأط. Jeder Platz, also das heißt, السماء ist voll mit Engel, die einfach die beten. يسجدون ويقومون ويركعون. وكذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم, ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. Macht ihr keinen gerade Weg, genau wie die Engel auch machen, gerade Reihe meine ich, gerade Reihe machen, wenn die vor Allah Azza wa Jal stehen. قال الصحابة, وكيف تصف الملائكة عند ربها. Wie machen die gerade Reihe? قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمون الصفوف. هذا الملائكة يتمون الصفوف. Das heißt, erste Reihe muss voll sein, zweite, dritte, bis letzte. يتمون الصفوف. Wir haben gesagt, die beste Schritte, die wir in unser Leben machen, dass du eine Lücke in eine Reihe voll machst. Du darfst sogar auch laufen. Wenn du eine Lücke findest, mach voll. حتى تتراص مع أخيك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم يتمون الصفوف ويتراصون في الصف. يتراصون في الصف, das heißt, sie machen richtig gerade, nicht einer da, andere da. يتراصون. Und solche Sachen kann man auch von Engel auch lernen. تسوية الصفوف. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يدور بين الصفوف. Die läuft sogar, Rasul Aslam, und der guckt, ob die Reihen richtig gerade sind oder nicht. Aber wenn du jetzt unsere Reihen guckst, Allahu al-Musta'an, wa lillahi al-Mushtaka, sogar auch wenn du mit einem, ich kann nicht sagen, ein Bruder, der wie ein richtiger Bruder ist, das heißt, der weiß genau, dass das auch eine Sache, die gut ist. Aber jemand, der Jahil ist, du kommst nah zu ihm und der geht weg von dir. Oder du sagst ihm, ja, ein bisschen, der sagt ja, ein bisschen. Das heißt, geh weg von mir. Was ist das? Und das ist auch ein Fitra, subhanallah. Ich kann dir sagen, es gibt einen großen Unterschied, wenn du zwischen zwei Brüder betest und zwei Leiterbrüder betest. Das heißt, wenn du zwischen gute Brüder, die diese Wert wissen, du hast auch ein gutes Gefühl. Ein gutes Gefühl, subhanallah. Ja? Fass auch seine Haut auch an. Und dann, subhanallah, das ist mein Bruder. Das ist kein Problem. Aber wenn die Lücken sind,
الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصف الصفوف بنفسه أمام الزلبة، وعند مقاتلة الكفار كان يصف الصفوف بنفسه كذلك. Sogar auch so macht er. Mit einem Stock, damit die Reihe richtig gerade wird. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Hajj. Hal yahujju al-Malaika? Hal lahum Ka'ba? Naham lahum Ka'batun. Wa Ka'batuhum fawqa Ka'batina. قال الرسول صلى الله عليه وسلم jeden Tag 70.000 Engel يطوفون حول البيت المعمور كما جاء في القرآن كما قال عز وجل والبيت المعمور في سورة الطور أقسم به الله عز وجل والبيت المعمور البيت المعمور قال فيه ابن كثير رحمه الله لو سقط البيت المعمور لسقط على كعبة الأرض. Wenn diese Kaaba von Engel runterkommt, wird genau an unsere Kaaba runterkommen. يطوفوا أو يطوفون فيها jeden Tag 70.000. وإذا انتهوا يذهبون ولا يرجعون. Bis zum Qiyam. Das heißt, jeden Tag 70.000, die machen Tawaf, die gehen weg. Kommt nächsten Tag 70.000, gehen weg. Bis zum Qiyam. Wie viel Engel Allah Azza wa Jal erschaffen hat. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت المعمور في السماء فو في السماء السابعة يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه حتى تقوم الساعة. هذا حديث في صحيح الجامع. ذكر الله عز وجل بالتسبيح والحمد يذكرون الله عز وجل أكلهم وشربهم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا أكلهم نشفي في هون. هذا أكلهم التسبيح والتحميد والتهليل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال الله عز وجل ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وقال الله عز وجل كذلك الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم يحملون عرش الرحمن وهم في تسبيح. Obwohl diese Thron von Allah عز وجل tragen, aber trotzdem die sind nur beim Tasbih und Tahmid und Tahlil und so weiter und so fort. سورة غافرين 2. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. سورة غافر نمزيم. كما يسبحه عموم الملائكة على أنجل كذلك يسبحون. قال الله عز وجل في سورة الشورى نمفنف والملائكة يسبحون بحمد ربهم. والملائكة على أنجل يسبحون بحمد ربهم. وقال الله عز وجل كذلك في الليل والنهار نش نو ابون زمان زوندا تاغ النخت يسبحون الليل والنهار لا يفترون. Das heißt لا يملون. Die kriegen keine Langeweile. لا يفترون. الأنبياء نمط 20. وكذلك قال الله عز وجل في سورة الصافات 166 وإنا لنحن المسبحون. Da haben selber das gesagt, dass die Tasbih sagen. وإنا لنحن المسبحون.
وكذلك يخافون من الله عز وجل كما قلنا، وهم من خشيته مشفقون كما قال الله عز وجل في سورة الأنبياء 28، وهم من خشيته مشفقون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله الأمر في السماء، إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله. Das heißt, wenn Allah Azza wa Jal, die Engel, etwas befohlen hat und wer gibt diese Befehle? Nach Allah Azza wa Jal, Jibril alayhi salam, der gibt weiter diese Aufträge, was er bekommt. خضعانا لقوله كالسلسلة على صفوان. Das heißt, die kriegen diese Demut und die warten, was Allah Azza wa Jal sagt, damit die deren Arbeit machen. هذا حديث البخاري. أقسام الملائكة. Das heißt, jeder Malaika oder jeder Malak, jeder Engel hat eine Aufgabe. Jeder. Jibril عليه السلام هو أمين السماء. Der war zuständig nur für Offenbarung und hat auch andere Aufgaben. Von diesen anderen Aufgaben, der hat Dörfer, Städte vernichtet. قلب قرى ومدن على أسفلها. Das war auch seine Aufgabe. Zum Beispiel قرية لوط عليه السلام. قرية لوط عليه السلام, der hat ungefähr 14 Dörfer gemacht. Das war auch eine von seinen Aufgaben. Und wie gesagt, es gibt, kann man sagen, هناك تفضيل بين الملائكة. Das heißt, es gibt, wer ist der Beste und so und so. Das heißt, der beste Engel ist Jibril عليه السلام. Allah عز وجل قال: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. Das heißt, es gibt viele Engel und der beste Engel sind Israfil, ملك الموت, Mikael, Jibril عليه السلام. Und von besten sind Mikael عليه السلام und Jibril عليه السلام. Und auch von der besten ist Jibril عليه السلام. يعني كما قلنا أن الله عز وجل خلق الإنسان. Hat Menschen erschaffen. Und von diesen Menschen, hat Gesandten und Propheten ausgewählt. Und von diesen Propheten und Gesandten, hat die Gesandten ausgewählt. Und von Gesandten, hat Ulil Azmi auch ausgewählt. Nuh und Ibrahim und Musa und Isa und Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die fünf Gesandten. Und auch von diesen fünf Gesandten, اختار الله عز وجل the best zwei Propheten sind الخليلين إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. Und auch von diesen zwei, von diesen الخليلين, الله عز وجل اختار الخليل, خليل الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم. هو أفضل الإنسان كما قال عن نفسه: أنا خير الناس يوم القيامة ولا فخر. Das heißt, und ich gebe nicht an. Ola fachr. Wa'ana awwalu man yanshaqqu anhu qabruhu. Ich bin der erste Mensch, der von seinem Grab aufsteht. Wa'ana awwalu shafi'in. Ich bin der erste Mensch, der für die Muslime Fürsprache macht. Ana awwalu shafi'in mushaffa'un. Kama qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.